Howdy, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich mach mal eben hier das Licht an. Obwohl, ich gehe ja eh jetzt runter, bei mir in den Wohnzimmer. Okay, Leute, hier bin ich auch wieder. Und zwar gestern war ich bei mir in der Innenstadt bei McDonald's und da ist was sehr, sehr Schreckliches passiert. Und zwar hat mich McDonald's einfach abgezogen. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese McDonald's-App und auch im Internet ist ja diese Osterwoche, diesen Ostermonat oder wie das heißt. Da stand auf jeden Fall, dass der McFlurry, das ist so ein Eis, davon wollte ich mir gestern 2 Stück holen. Der steht in der App für 1 Euro. Wo ich gestern bei McDonald's war, habe ich mir dieses Eis bestellt und es hat 2,99 gekostet. Ich habe für diese fucking 2 Eis 5 Euro, ja, 5 Euro bezahlt. Fast sogar 6 Euro. Da denkt man sich einfach nur, hä? Bei der McDonald's-App stand das. Ich habe natürlich auch gesagt so, ja, aber der McFlurry ist doch für 1 Euro heute ein Tagesangebot und er meinte so, nee. Obwohl es in der App so stand. Aber das ist nicht nur die erste Beschwerde an Mc's. Also nicht an jedem McDonald's, nur an diesem McDonald's. Bei mir in der Innenstadt. Und zwar bin ich dann da hingegangen, hab ja diesen Zettel bekommen, hab auf meine Bestellung gewartet, die kam auch direkt an. Da hat mich so ein netter Inder angesprochen. Ja, hier sind deine 2 McFlurry und deine 3 Hamburger. Und der hat nochmal gefragt, ob ich die mit Schokoladensoße haben will. Und ich hatte auch noch an der Kasse gesagt, ja, mit Schokoladensoße und Schokolinsen. Und er meinte dann, der hat da Schokosoße drauf getan und er so, ja, möchtest du noch irgendwie Linsen drauf haben? Habe ich auch ja gesagt. Und er sagt dann, ja, warum sagst du das nicht an der Kasse, obwohl ich das mitten an der Kasse gesagt habe? Und da kam dann noch so ein, was richtig verrückt war, da kam noch so ein anderer Typ, so ein 17 oder so, der kam dann da so hin bei der Bestelldings und der hat gefragt so, ja, muss das sein, dass die Pommes grün ist? Und der McDonald's-Mitarbeiter, ja, es sind Kartoffeln, Pommes sollen auch grün sein. Da denkt man sich nur so, hä? Ich frag mich, was mit diesem McDonald's passiert ist. Was ist mit diesem McDonald's passiert? Ich verstehe es nicht. Ich will da auch nicht mehr hingehen. Ich gehe nicht mehr zu dem McDonald's bei mir in der Innenstadt. Es gibt ja viele von meinen Zuschauern, die auch in Münster wohnen und die wissen, wovon ich rede, von diesem McDonald's in der Innenstadt. Ich mag den einfach nur einen anderen McDonald's in Münster. Das sollte ich nur mal gesagt haben, dass einfach manche McDonald's, keine Ahnung, wie die Mehrzahl ist, einfach irgendeinen Scheiß macht. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich von McDonald's abgezogen wurde, nämlich bei einem anderen McDonald's. Da sollte ich 2 Euro wiederbekommen, ich habe aber nun 1 Euro wiederbekommen. Und danach habe ich mich richtig verarscht gefühlt. Oder ich habe 2 Eis bestellt. Dabei kam dann, ich habe mit Schokoladensoße gesagt. Stand sogar auf diesem Bon. Und ich habe mit Erdbeer bekommen. Und habe nur 1 bekommen anstatt 2. Er meinte, ja, Entschuldigung, ich mache das nächste mit Schokoladensoße. Tut er das drauf, ist wieder Erdbeere. Da denkt man sich einfach nur, was ist mit diesen hirngeschissenen Arbeitern los? Ja, sowas habe ich noch nie so richtig erlebt. Bei Burger King hatte ich sowas noch nie. Nur bei Mc's. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, Leute. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Und ciao. Lasst ein Like da.